Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Samtex Wookie und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Folge. Ja. Halo fucking 5. Und ich lasse das Video etwas schneller laufen bis zu den Sachen, wo es richtig zur Sache geht, dass ich euch ein bisschen was erzählen kann, wie ihr diese Situation hier meistert. Wir spielen Halo 5 auf der Schwierigkeitsstufe Legendär, ist ja klar. So spiele ich es einmal durch und kriege die meisten Erfolge und dann muss ich nur noch einzelne Sachen suchen. Ihr werdet in der Kampagne hier auf diese Kollegen treffen. Das sind die Wächter, heißen die. Und die haben es faustdick hinter den Ohren. Das sind richtig widerliche Kollegen. Weiter vorne in der Kampagne, ich glaube Mission 5 oder 6, trifft ihr schon mal auf die Wächter. Auf einen einzigen. Und zwar auf einer kleinen Plattform mit geringer Versteckmöglichkeiten und geringen Waffen, dass ihr wehrhaft seid. Also auf jeder Schwierigkeitsstufe geht das, aber Legendär ist wirklich der Wahnsinn. Es ist unglaublich schwer, aber nichtsdestotrotz liebe ich das Halo. Also das neue Halo ist einfach gigantisch. Ich muss dazu sagen, das ist das erste Video in 4K-Technik bei mir. Ich habe eine neue Aufnehmanlage, ich nehme in 4K auf und aber ein 4K-Fernseher, das macht das Bild etwas besser und das Spielen auch etwas angenehmer. Die Grafik ist so brutal, das ist unglaublich. Jetzt sagen Leute zwar, ja, das Spiel ist zwar trotzdem nur 1080p, ist richtig. Stimmt, ist zwar Blu-ray und ja, aber ein Pixel macht vom Spiel her, machen bei mir 4 Pixel aus und dann wird das Bild einfach viel besser, es wird flüssiger. Ich habe die passenden HDMI-Kabel dazu, also die schnelleren und so weiter. Alles optimiert, alles nur zum Zocken. Und so soll es sein, so ist es richtig. Ja, zurück zu Halo. Wie gesagt, spielen wir auf Legendär. Ist die letzte Schwierigkeitsstufe, die höchste Schwierigkeitsstufe. Und ich habe bis jetzt alle Teile auf Legendär gespielt, auch alleine. Aber das ist wirklich das Schwierigste. Wobei das Spiel jetzt hier mit deinen Teamkollegen durch das Wiederbeleben macht es fast ein bisschen leichter. War vorher nicht der Fall, wenn du vorher ein Halo gespielt hast und du warst tot. Auf Legendär ist der letzte Kontrollpunkt gekommen. Da ging es weiter. Jetzt hast du die Möglichkeit hier, dass deine Kollegen dich wiederbeleben. Aber das interessiert den Wächter nicht. Und wie gesagt, mal da vorne trifft ihr schon mal auf ihn. Und das ist der ekelhafteste. Quasi das Finanzamt von Halo. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß es nicht. Wie soll man das beschreiben? Die, was Halo gespielt haben oder spielen auf Legendär oder auf Heldenhaft oder auf Normal angefangen haben, die wissen, wovon ich rede. Der Typ ist wirklich ekelhaft. Wenn ihr einmal auf ihn trifft, da habt ihr nur einen und der ist schwer. Hier habt ihr 3 Stück. Am Anfang sind 6, aber 3 gehen weg und 3 von den Wächtern bleiben hier übrig. Jetzt hast du einen großen Raum, zwar nur ein Raketenwerfer und auch nur begrenzt Munition. Der Rest musst du mit den Waffen auskommen, was du hier findest. Und das sind leider nicht viele, das sind die Aliens, die Alien-Sturmgewehre und so weiter. So, jetzt haben wir 2 Kollegen geschafft, glaube ich. Von den 3 sind 2 weg. Und wenn ihr 2 weg habt, dann kommt, ist nur noch einer übrig. Aber das reicht auch, weil, wie ihr seht, es ist einfach ekelhaft. Und sobald 2 von den 3 weg sind, kommen noch die Geschütze an den Seiten dazu. Das heißt, die Geschütze brauchen auch eine ganze Zeit lang, bis ihr sie kaputt habt, bis ich habe noch ein T-Shirt. Ich laufe rum mit der Lump. Ja, die Geschütze brauchen auch eine ganze Zeit lang, bis ihr sie down habt und dann treibt euch der hier, das sind die Geschütze, treibt euch der Wächter raus. Und es ist unglaublich schwer, aber es ist auch unglaublich geil gemacht. Das neue Halo ist einfach gigantisch. Ja, wenn wir jetzt den letzten Kollegen hier geschafft haben,
dann nur die Geschütze ausschalten, aber ich würde fast raten, so ein Spiel gemacht, zuerst die Geschütze ausschalten und dann den letzten Wächter machen. Wir ab und zu markieren den Wächter, dann kümmern sich deine Kollegen um den Wächter, dann bist du abgelenkt, dann hast du Zeit, um auf die Geschütze zum Schießen, dass du dich hier frei bewegen kannst. Man muss ein bisschen mithören, wann lädt das Teil, wann geht's los, und wenn du auf freiem Feld bist und das lädt sich, dann hast du fast keine Chance mehr. Auf normaler Schwierigkeitsstufe oder einfach und Hardcore hast du vielleicht noch, oder heldenhaft heißt, hast du noch die Möglichkeit, durchs Weg zu jumpen, aber auf legendär geht da leider gar nichts. Und ja, jetzt kommt noch Besuch. Ja. Hallo Thomas. Und Thomas ist gerade gekommen, ist das Nahtkind, der hat für mich hier im Video mitgewirkt, weil es einfach das Herz vor den Nerven, ich hätte alles kaputt gemacht. Das ist unglaublich, wie schwer und ekelhaft der Typ ist. Gott sei Dank waren es nur 3 und nicht wie befürchtet am Anfang die 6 oder 7 sind sogar. Aber das hat auch schon gereicht. Ich erzähle gerade von deinen Heldenkraften, Thomas. War gar nicht so schlimm, danke schön. Jetzt muss ich nochmal neu anfangen. ja, einfach nicht drauf hören. warum steht der da? Hängt hier das Bild? Was ist da Sache? Da hängt tatsächlich das Bild oder er versteckt sich nur? Verstecken. Oh nein! Da versteckt er sich. Oh, jetzt machen wir noch einen. Warum? Warum? Ach so, okay, also hier COD-Technik, campen hinterm Pfosten irgendwo, keine Ahnung. Weil wenn die Geschütze draußen sind und die Geschütze nicht weg sind und der Wächter draußen ist, da ist er, du brauchst deinen Teamkollegen erstens A zum Heilen, dass sie dich notfalls wiederbeleben, zum Markieren von den Gegnern, dass er abgelenkt ist, dass du in Ruhe drauf schießen kannst. Weil einfach mal kurz hin und schreien, ich bin der Chef, ich mach das schon, das funktioniert ja nicht. Keine Chance. Ich hoffe, das Video ist etwas komisch geschnitten. Der Anfang, wie gesagt, lasse ich schneller laufen, weil es einfach nicht so interessant ist. Ja, es ging ja bloß darum, wo befinden sich die Waffen, wie haben wir das gemacht. Das reicht ja schon, dass man ein bisschen weiß, wie es gegangen ist. Ja, einfach nicht einfach nicht aufgeben, weiter probieren, das klappt schon, auch wenn es ein bisschen schwer ist. Nichtsdestotrotz, Halo, ein Muss für alle Zocker, ein geiles Spiel. Haut das Destiny zum Fenster raus, kauft euch Halo, besser wie alles andere bis jetzt. Jetzt kommt natürlich, nächsten Tage kommt, was kommt denn jetzt als nächstes? Need for Speed kommt, das wird gut, Star Wars kommt, das wird gut, ja, Black Ops kommt, aber ob das gut wird, wissen wir noch nicht, da müssen wir schauen. Warum wird Black Ops nicht gut? Für mich ist COD besteht für mich in Teilen wie MW2, MW3 oder die COD-Teile, aber Black Ops und seit dem Titanfall, wo das rausgekommen ist, oder Advanced Warfare, es hat für mich damit gar nichts mehr zu tun. Das ist einfach hüpfen, rutschen, fliegen, unsichtbar, Schutzschild und was weiß ich für ein Gedönse. Wenn du nichts kannst oder wenig kannst, spielst du Advanced Warfare. Oh, darf ich das so sagen? Wahrscheinlich nicht, aber ja, wurscht, lass das mal drin, keine Ahnung. Diese Stelle, ich kann sie gar nicht mehr sehen. Geht jetzt endlich das verfickte Geschütz kaputt, jawohl, eins weniger. Und ich hoffe, das zweite ist schon weg. Und nein, noch nicht. Oh. Also es dauert noch. Ich kann es ein Stückchen verkürzen, wir schauen, wie lange es noch dauert. Ja, ungefähr noch 6 Minuten, dann habt ihr es geschafft. Anschauen bis zum Schluss. Das macht wahrscheinlich eh keiner, aber es geht ja auch bloß darum zu zeigen, dass es wirklich möglich ist. Ich habe am Anfang fast die Möglichkeit aufgegeben, dass das zum Schaffen ist, weil es wirklich so saumäßig schwer ist. Der Vorteil hier ist bei den Wächtern, dass du wirklich einen Haufen Stellen hast, wo du hin kannst, wo du dich verstecken kannst, dich kurz erholen kannst, Schutzschild aufladen kannst, du hast Waffen, du hast alles. Dafür sind es zwar 3 und die Geschütze,
die Stelle davor hast du plus einen und normale Gegner, aber dazu die schnellen Hunde oder was das sein soll. Und keine Waffen und wirklich keine Versteckmöglichkeiten. Also das ist auch schon richtig happig. Aber ihr habt gesehen oder schaut es euch an, dass es funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß bei Halo. Ich bin durch. Ich bin fertig mit Halo auf Legendär und online habe ich ein bisschen gespielt bis an 7. Ich versuche ein paar Erfolge zu machen. Online ist es nicht so meins. Ich warte lieber auf fucking Black Ops. Mal schauen, ob das was taugt. Oder Star Wars oder Need for Speed. Mal schauen. Es kommt jetzt so viel. Rainbow Six. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Den Monat oder den nächsten Monat bräuchtest du Geld wie heute, dass du die ganzen Spiele kaufen kannst. Aber wir picken uns die besten raus und der Rest wird wieder verkauft oder zurückgegeben. Mal schauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin der Syntax Wookie, wünsche euch viel Spaß und du bist der Sniper King, der hat mitgespielt, wir zwei waren das. Wünsche euch viel Spaß. Ciao, euer Wookie. Wieder da. Durch meine Hand. Wie kannst du es wagen? Geschütz! Kümmert euch um das Geschütz! Systemsperre! Brauche Unterstützung! Ich brauche Unterstützung! Hoch und weiter geht's, Chief! Geht wieder! Bin am Boden! Und halt nur einer weniger! Wer ist der Nächste? Er kämpft mit Fokusgeschützen! Konzentriert euch auf das Geschütz! Das kümmert euch um das Geschütz! Du bist noch im Einsatz, Fred. Danke, Spock. Gib nur Kranken, Mensch! Feuert auf den Wärter. Bestätigt. Alles klar. Deine Hand! Koordinaten einnehmen! Auf dem Weg! Halt nur still!
ich der Sache selbst annehmen. Der Wärter hat Priorität. Ja. Was ist das? Sieht ruhig aus. Da. Ich bin oben auf der Brücke. Chief,